Hallo Leute und willkommen zurück. So, was sehe ich denn da? Da haben wir mit einem Schiff keine offenen Grenzen vereinbart. Okay. Ist der neutrale Planet. Mit denen können wir auch keine diplomatischen Beziehungen aufnehmen. Okay. Gut, ansonsten. Wir versuchen hier noch einen Planeten zu kolonisieren. Ihmchen. Ah, soll aber noch. Neutranenschiffe sind unterwegs. Und wir bemühen uns, dass uns die beiden Kameraden hier keinen Krieg erklären. Aber mein Drain ist schon wieder. Ja, ihr seid reif für Eroberung. Wir sind zu schwach. So. Da soll das Marktzentrum rein. Und das wollen wir dann aufrüsten zum Shoppingzentrum. Und dann kriegen Krankenhaus und Stadt auch noch einen Bonus. Bodenverbesserung. Okay. Ja, hundertprozentig durch sind wir hier noch nicht mit Zustimmung, wenn die Stadt weiter wächst. Also wir bräuchten halt nochmal einen Basiswert, der dann mit den 90% vom Einschüchterungszentrum multipliziert wird. Zentralbank. Zweier Vollstand angrenzend. Ja, warum nicht hier die Zentralbank bauen? Okay, ja, hier gehen wir auf den Diplomatie-Bonus. Vielleicht bekommen wir dann beim Korath-Clan und bei den Drenchen nochmal einen Mini-Bonus. Jawohl. Ah, das ist jetzt auch ein Raketenschiff. Raketenangriff. Davor hatten wir halt hier die Laserschiffe gebaut mit nur zwei Angriff. Kleiner Diplomatiebonus und auf allen Planeten Einflusswachstum plus 1.
Aber da bekommt man nochmal einen kleinen Diplomatie-Bonus. Schatzsucher. Aber wir haben noch keinen Planeten der Trenchen gefunden. Aber die werden hier sein. Zentralbank. Und auch noch einmal Schatzsucher. Da ist noch kein verteidigendes Schiff, oder doch? Ah, doch. Wir können hier die besseren Scanner einbauen. Nur 53 Einfluss hat der Planet. Der hat nur 29. Dann bauen wir dort mal ein Konsulat. Versucht. Schade. Auch recht spät gesehen. Aber wir laden hier keine Safe Games, um das dann noch zu bekommen. Wer hat jetzt kein Problem, Safe Game von vor 20 Runden oder so laden und dann das Kolonieschiff früher losschicken. Aber das machen wir ja nicht.
So. Aber nochmal kleiner Diplomatie-Bonus. Ja, und dann gehen wir halt hier zur Xenowirtschaft wegen dem Shoppingzentrum. Genau, wenn wir jetzt das Marktzentrum upgraden würden zum Shoppingzentrum, würden halt Krankenhaus und Stadt nochmal einen Bonus bekommen. Oh, ihr seid so sauer auf uns. Wir haben gemeinsame. Ja, okay, das wird sich ja dann übrigen. So, ihr wollt Diplomatie. Ganz, ganz viel wollt ihr haben. Aber hier Diplomatie-Bonus plus 1. Das können wir natürlich gut brauchen für die Dimension und Koath dran. Ja, das ist wahrscheinlich für euch besser als für uns, aber... Okay. Diplomatie-Ministerium. 1 pro Spieler. Einflusswachstum plus 100. Okay. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass die Terraner so weit ihren Einfluss ausdehnen, dass unsere Basis in deren Gebiet liegt, weil dann kriegen wir einen ganz dicken Diplomalus. Ja, und wir wollen ja auch die unsere Einflussgebiete alle miteinander verbunden haben, weil wir dann mehr Tourismusannahmen generieren. So. Weiter geht's.
Ah, jetzt haben wir da ein Plus-Symbol für eure diplomatischen Fähigkeiten. Ah, und bei Invention wird es jetzt schon mal ein bisschen besser. Wir sind auch nicht mehr reif für Eroberung. Also wir haben jetzt genug Kriegsschiffe, dass die Trenchen uns nicht allzu schwach ansehen. Ja, das sieht doch jetzt schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Okay, da wurde eine Basis gebaut. Na gut, dann Antimaterie. Dann wieder zurückfliegen. Backlogging, Basisverteidigungssystem und einmal Scanner. Ah, Überhaken auch noch. So. Ach, und da hatte ich überlegt, genau, wohin mit dem Frachter, weil da schon eine Handelsroute besteht. Ja gut, wir können mal nach da fliegen. Vielleicht ist da ja was von Drenchen. Also nicht nur vielleicht, irgendwo müssen sie ja sein. Also, wir haben Diplomaten bei den Drench und Chorus Clan. Wir könnten mal auf Anführer gehen, aber haben wir da so viele Planeten überhaupt, dass sich das lohnt? Weil Anführer geben halt 6% auf alle Planeten. Ja, ich meine, wir haben nicht genug Planeten, damit sich Anführer lohnen. Wissenschaftler. Und der kommt dann zu unserer Heimatwelt. Warum denn so unglücklich? Ja, okay. Koloniehauptstadt nur +2.
Na gut, dann haben wir da plus 3. Naja, okay. Ja, wir müssen hier noch das Einschüchterungszentrum bauen. Ein bisschen was für die Produktion zu bauen. Sie haben Produktionsgebäude rein. Dann davon noch das Versorgungsdepot. Aber dann erstmal so. Oder? Ja. Ja, okay. Und hier soll dann das Einschüchterungszentrum hin. Vorher nochmal die Hauptstadt aufrüsten. Okay. Ah, das machen wir nicht. Da wird's rot. In 20% Rebellion. Da noch gar nicht. Aber wir haben jetzt hier das Konsulat. Verteidigungssysteme und Schildsysteme. Erkundungsabkommen, ja. Ja, warum nicht? Ist gut an. So, jetzt zeigt uns mal, wo die Dungeons sind. Wissen die auch nichts, auch nicht. Jawohl. Also doch eher hier. Oh, hier ist wieder Türkis. Und da, wer da am Planet ist, da kommen wir nicht hin. Ja, gut. Die Dungeons sind auch verdammt schwach. Total untypisch. Okay. Die werden vom Koorts-Clan, werden die übernommen. Okay. Bevölkerung Platz 8.
Okay. Shoppingzentrum. Interstellarer Handel, da können wir dann noch weit, können wir weitere Handelsschiffe bauen. Und wir können jetzt die Marktplätze zu Shoppingzentren aufrüsten. Ja, Shoppingzentrum. Da. Und dann plus 1 auf Bevölkerung. Kommen die halt auch entsprechend 1. Ja. Also, da ist unsere malerische Welt mit Tourismuseinnahmen plus 25%. Und hier bauen wir jetzt den Anlaufhafen. Okay. Wir haben diese Pollen bekommen. Wir können jetzt die galaktische Geheimagentur bauen, kriegen dann Diplomatiebonus plus 1. Ansonsten gibt es uns halt fast nichts. So, mal schauen. Ja, hier haben wir ja eigentlich alles voll. Aber wollen wir auch nichts abreißen. Unser Industriezentrum. Wir können ein Industriezentrum hier abreißen und dann noch woanders bauen. Ja. Versorgungschef. Ah, vielleicht kriegen wir es ja. Das wäre nett. Lauschangriff. Ja, wir nehmen hier pragmatisch und plus 10% Zustimmung in allen Kolonien. Und dann können wir Kaufleute freischalten. Handelsroutenwert plus 25%. Sehr spannend ist übrigens auch das hier. Niemand wird uns innerhalb der nächsten 50 Runden einen Krieg erklären. Da ist schon eine Hausnummer, 50 Runden. Aber wir machen, wir verfolgen den Zweig. Muss natürlich auch Freischalten anklicken. Ja, aber da sieht man halt Kaufleute, plus 25%. Ja, aber das ist schon mal ganz gut.
Das ist natürlich so, dass das mit unserem Steuersatz multipliziert wird. Aber wir sind ja dabei, die Zufriedenheit zu erhöhen. Und dann können wir natürlich bei 100% könnten wir ja viel mehr Einnahmen generieren. Aber so weit sind wir noch nicht. Und dann natürlich mit unseren Ideologien hier raffiniert, diplomatischer Handelswert plus 25%. Und das wollen wir auch noch freischalten. Gefürchtet, diplomatischer Handelswert plus 20%. Und dann gehen wir zu den Altarianern und sagen, so Leute, wir haben ganz viel Kohle, was gibt ihr uns dafür? Und so ist der Plan. Der 3 für Eroberung. Okay, also wir sind da auf der Schwelle. So gerade an der Grenze ein bisschen zu wenig oder gerade genug Militär zu haben, dass wir da diese 3 Minus-Symbole nicht kriegen. Okay. Wir machen da beim nächsten Mal weiter, Leute. Macht's gut. Bye, bye.